Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X mit mir, Dragonios. Halli, hallo, hallöle. Ja, wir sind stehen geblieben nach der ersten Arena in Novaria City und müssen jetzt, ich habe schon auf der Karte nachgeschaut, ich bin böse Offscreen-Spieler, müssen wir nach Illumina City. Eine technische und kulturelle Hochburg im Herzen der Kalos-Region. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, wir müssen nach Norden. Und ich habe auch gesehen, warte mal, das zeige ich euch auch noch schnell. Hier ist die Pokémon-Liga. Rechts von uns. Nicht weit weg. Kann man der Lehre? Okay, habe ich noch nicht gelesen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nach links oben weitergehen, um zum Professor zu gelangen. Davor werde ich aber nochmal mein Team heilen. Und das ist vollkommen das falsche Haus. Keine Ahnung, warum ich da jetzt reingehen wollte. Und wundert euch nicht, es ist Nacht. Es ist gerade im Moment 0.21 Uhr. Und ich nehme extra für euch nochmal eine Folge auf, damit ihr morgen nicht warten müsst. Genau, hier, bitteschön, ich nehme mein Pokémon. Du nimmst meine Pokémon. Genau, so war das. Nicht andersrum. Braucht kein Janera, noch nicht. So, okay. Der steht immer noch dort, als ob er so angewurzelt wäre. Jetzt haben wir ja unsere Rollerblades. Und was sagst du mir jetzt? Hey, du da! Du bist eines der Kinder, die vom Professor Platan. Wow, das ist ja der Krabbelorden. Gegen Viola zu gewinnen ist kein Kinderspiel. Oh, aber wo sind meine Manieren? Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Alba und ich bin die große Schwester von Viola, der Arenaleiterin. Von Beruf bin ich Journalistin. Hier, das ist eine kleine Aufmerksamkeit von mir, als Zeichen unserer Freundschaft. EP-Teiler. Das ging einfach. Okay, der EP-Teiler wird einem sozusagen direkt in die Hand gedrückt. Wenn du den EP-Teiler anschaltest, erhält nach einem gewonnenen Kampf jedes Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Oh. Oh. Gut. Sehr gut. Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit beim Illumina Verlag besuchen kommen. Das werde ich machen, meine Freundin. EP-Teiler. Okay, der ist an. Das passt. Ich werde den auf jeden Fall registrieren. Ich werde auch meine Karte noch registrieren. Das Holo-Log, keine Ahnung, was das im Moment noch ist, einsetzen. Was passiert da? Hallihallo. Halliholo. Willkommen beim Holo-Log. Das sieht man jetzt natürlich nicht. Mit dem Holo-Log kann man sich jederzeit die von Freunden und anderen Kontakten geschickten Videodaten anschauen. Aha. Cool. Abenteuerfibel brauche ich nicht und die Roller-Skates brauche ich auch nicht. So, okay, dann gehen wir jetzt hier in dieses Blumenbeet, denn in den Blumen gibt es ebenfalls wilde Pokémon. Ein Ladybar! Oh, ein Ladybar! Finks, töte es ja nicht! Töte es ja nicht, Kratzer! Okay. Ja, Superschall, verwirrt. Das ist trotzdem noch okay. Noch einmal Kratzer. Diesmal, du schaffst es, du schaffst es. Natürlich schaffst du es nicht. Lass dich nicht von dem Ladybar besiegen. Ich werde dich nicht auswechseln. Okay, passt. Und wir müssen mal schauen, wie viele Pokébälle wir noch haben. 8 Stück, ja. Könnten wir eigentlich noch mehr kaufen. Zack, komm, und einmal. Zweimal. Dreimal. Yes! Okay, sehr schön. Ladybar wurde gefangen. Halleluja. Finks erhält 60 Erfahrungspunkte. EP-Teiler bekommen dann wahrscheinlich die Hälfte ungefähr, was ich glaube ich irgendwann mal. Der EP-Teiler hat immer die Hälfte gegeben. Ladybar. Wird es kalt, versammeln sich viele Ladybar von nah und fern, um sich gegenseitig Wärme zu schenken. Möchtest du den Ladybar einen Spitznamen geben? Nein! Sollte man irgendwo einstellen können, dass es nicht mehr dauernd gefragt wird. Das wäre noch cool.
Was bist du? Wie spricht man dich aus? Ich hab keine Ahnung. Flabebe. Ich hab... Tut mir leid, Leute. Ich kann definitiv keinen Akzent oder keine Sprachen außer Englisch richtig aussprechen. Und was ist denn das? Das ist nicht sehr effektiv. Entweder Käfer oder Pflanze. Sieht mir fast eher nach Pflanze aus. Oder nee, Feenbrise. Das ist eine Feeattacke. Ist das eine Fee? Ich krieg einen Daumen nach oben. Also. Och Gott, wie süß! Oh, das ist jetzt. Oh, jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, die Blume wäre auch noch das Pokémon. Das ist eine Fee, die auf einer Blume reitet. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe keine Ahnung, was ich einsetzen soll. Komm, ich benutze mal Sodamak. Der kann schleckern, das macht hoffentlich nicht viel Schaden. Oder nicht genug, um es zu töten. Ich glaube nämlich nicht, dass ich es fangen kann. Ich konnte es mal probieren. Ich kann jetzt einmal einen Ball werfen. Beutel, Bälle, Pokéball, los! Oh Gott, ist das niedlich! Oh mein, meine Herren! Komm, bleib drin! Ich will dich haben! Ja! 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 Oh Gott! Für Fla, wie auch immer, wird ein Eintrag. Fla, wie auch immer, es entlockt Blumen ihre geheimen Kräfte und kontrolliert diese nach Belieben. Die Blume, die es trägt, ist wie ein Teil seines Körpers. Oh Gott, ist das niedlich. Ist das niedlich. Boah. Auf geht's, komm. Pokémon Center, sorry Porenta, du warst nicht lange in unserem Team, auch wenn du mir sehr viel geholfen hast im Kampf gegen, wie hieß jetzt die erste Arenaleiterin? Viola? Viola, glaube ich, war das, ne? Ja. Jemand des PCs. Bewegen. Dann hier Porenta. Hast du ein Item dabei? Hast du keins? Na, okay. Dann. Hier. Einsatz absetzen. Viel Spaß mit deinen neuen Freunden, Porenta. Und Flabebe. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie man das ausspricht. Denn, aber bitte Lautschrift, also so wie man es wirklich ausspricht. Wenn jetzt einer das genau so hinschreibt, wie das da steht, dann schlage ich ihn. So, nein, das tue ich nicht. Keine Angst. Ich schlag keine Leute. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was bietet ihr mir? Das, oh, ich bin wieder im Pokémon-Fangfieber grad. Oh, schade, schon wieder ein Flabebe. Und es tut mir wahnsinnig leid, wenn ich es falsch ausspreche. Wahrscheinlich halten sich die meisten Leute schon die Ohren zu, weil ich es einfach falsch ausspreche. So, okay. Oh, super, ich habe ein Feen-Pokémon. Ich habe ein Feen-Pokémon. Es hört sich an, als ob es immer irgendwem nachpfeifen würde, wenn es stirbt. Dann zum Motto so, ey, du bist sexy. So, ist in den Rosenbüschen irgendwas anderes? Ein Immeko! Halleluja! Oh mein Gott, ich werde vor Niedlichkeit einfach nur noch umgehauen! Okay, das war ein Volltreffer, das heißt, ein Kratzer müsste es aushalten noch. Wunderbar, sehr schön. Oh Mann. Ich will mehr davon. Ne mehr niedliche Pokémon. Pokéball, los! Fang es! Eins, zwei, Checo! Nein! Ineko lacht mich aus. Okay, Gesichter. Warum auch immer noch eine Lupe für Gesichter hergenommen wird, ich verstehe es immer noch nicht. Aber okay. Dann los, Pokéball, los! Eins, zwei, drei, yes!
Ineko wurde gefangen. Okay, 5 Erfahrungspunkte, der Rest auch. Ineko bekommt einen Eintrag im Pokédex. Und das heißt, Ineko, das Normal-Pokémon, es muss Dinge, die sich bewegen, einfach jagen. Oft rennt es im Kreis und jagt seinen eigenen Schweif. Erinnert mich so ein bisschen an meine Katze in früheren Jahren. Jetzt leider ist sie langweilig geworden und macht das nicht mehr. Jetzt schmust sie nur noch, das ist aber auch gut. So, ein kleines Labyrinth. Nicht sehr schwer, muss ich dazu sagen, aber okay. Einen Supertrank für mich. Toll. Was haben wir? Okay, hier kann ich nicht weiter. Da ist noch ein Pokéball. Und einen Superball. Das ist schon unser zweiter. Und ich bin gespannt, wann wir es denn... wann wir es denn die Superbälle kaufen können. Können wir es schon auf der ersten Arena kaufen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also ich würde es sogar fast ein bisschen bezweifeln. Aber gut, kann natürlich sein. Ja, ja, du möchtest kämpfen und versperrst mir den Weg. Sehr gut. Mein Krebskorb und ich zeige dir jetzt, was eine Hake ist. Okay, den habe ich mir anders vorgestellt. Das sieht aus, als ob er gleich einen Herzinfarkt kriegen würde. So, Finx, du bist definitiv die falsche Wahl. Blablabla. Erstmal Flabibe. Ich spreche das jetzt einfach immer anders aus. Flabibe. Was kann es denn für Attacken? Kampf. Feenbrise Rankenhieb. Kann es. Sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob es... Okay, das hat sich schon mal erledigt, Pikachu. Dein Einsatz. Pikachu! Wow, Klammer sieht mächtig aus. Einmal Donnerschock. Das ist sehr effektiv. Und Blubber kommt danach. Das ist nicht ganz so effektiv wie meins. So. Pikachu, vernichte es! Und tschüss. Pikachu erreicht Level 11. Das ist super. Und Flabibe. Level 18 und Finks Level 15. Das ist hier ein Level Up. Taubsi erreicht Level 11. Noch mehr? Nee. Okay, das war's. Meine Güte. Du hast uns gezeigt, was eine Hake ist. Jetzt bring mich bitte ins Krankenhaus. So. Der versperrt mir jetzt natürlich voll geil den Weg. Okay, hier geht's auch noch weiter. Aha. Ein Gegengift für mich. Oh Gott, hey, wenn es so weitergeht, dann komme ich ja überhaupt nicht weiter. Aber ist mir egal. Da haben wir auch noch ein Item. Das nehme ich natürlich mit. Hier. Schutz. Okay, gut. Klar. Nehmen wir mit. Wobei ich Schutz nicht einsetzen werde. So viele tolle Pokémon. Ein Knospi. Oh Gott, ich... Ohne Witz, Leute. Ich liebe diese Pokémon. Das sind alles so niedliche, herzerwärmende, kleine Wesen. Giftdorn. Ja. Vergesst, was ich gesagt habe. Wieso kann so ein Wesen einen vergiften? Das ist vollkommen... Oh, okay. Unnormal. So, mein Name ist Finks. Finksi, überlebe. Aber Knospi wird trotzdem gefangen. Und... Ach Gott, wie es lacht. Du weißt schon, dass du bei mir sein wirst. Du willst auch bei mir sein. Ich weiß es. Ja! Knospi wurde gefangen. Finks erhält Erfahrungspunkte. Dank des EP-Leiters kriegt der Rest auch ein bisschen was. Für Knospi wird ein neuer Eintrag in den Pokédex geschrieben.
Knospi, das Pflanzengift-Pokémon. Bei Sonnenlicht öffnet es seine Knospe und gibt Pollen ab. Es lebt in der Nähe von sauberem Wasser. Möchtest du? Nein. Möchte ich nicht. So, was haben wir noch? Bitte kein Herzinfarkt. Ah, okay. Wieder Flabibe. Und... oder Flabibi? Flabibi. Flabibi hört sich auch geil an. Wahrscheinlich vollkommen falsch, aber... ich bin nicht mehr vergiftet. Ah, doch, ich bin vergiftet. Dachte schon. So, Glut. Ein bisschen Erfahrungspunkte kann nicht schaden. Ich weiß nicht, wie stark der zweite Arenaleiter ist. Ich erinnere mich nur an Schwarz. Da war der zweite Arenaleiter der totale Abfuck. Ich gehe jetzt aber trotzdem zuerst mal ins Pokémon Center. Aus dem einfachen Grund, ich brauche Pokébälle. So, gib Gas, mein Freund. Einmal heilen, bitte. Dankeschön. So, hoffentlich kommst du bald wieder. Ich möchte aber noch ein paar Pokébälle kaufen. Kaufen. Oh, ich kann schon Superbälle kaufen. Ich kaufe mal 4 Pokébälle. Und noch 2 Superbälle. So, okay, perfekt. Supertränke könnte ich auch schon kaufen. Da brauche ich aber ehrlich gesagt gerade keine. So, okay, tschüss. Was mir aufgefallen ist, es gibt gar nicht mal so viele Trainer bis jetzt. Ich möchte zuerst noch in diese Boutique schauen. Denn wir haben ja in der letzten Folge... die Strickmütze will ich nicht haben. Ich möchte die Pokéball-Kappe, oder? Die schaut cool aus. Die Musik ist absolut genial. Ich dance gerade so ein bisschen ab. So, ja genau, die Pokéball-Kappe möchte ich. Diesen Artikel kaufen. Ja, hab Dank. Und kann ich mich hier umziehen? Nee, wahrscheinlich nur... doch, hier kann ich mich umziehen. So. Du willst etwas anprobieren? Gerne, lass dir ruhig Zeit. Achso, hätte ich es erstmal testen können. 3100! Wie schaut denn das aus? Ja. Na, gab jetzt schon mal bessere Sachen. So, Pokéball-Kappe. Umziehen. Das gefällt mir besser, auch wenn die Brille irgendwie seltsam aussieht da oben drauf. Soll die Auswahl ändern? Ah, ich kann... Wow. Pop-Anstecker, Pop-Anstecker. Was haben wir denn noch für verschiedene Pop-Anstecker? Komm, nehmen wir den hier. So. Und dann noch die Pokéball-Kappe. Ah, die habe ich an. Okay, dann umziehen. Ja, das sieht schon etwas besser aus. Damit kann man sich doch unter die Leute wagen. Ich möchte das auch gleich kaufen. Ja, genau, dann möchte ich kaufen. Dankeschön. Wunderbar. Schau bald mal wieder vorbei. Ja, ihr wollt nur mein Geld haben. So, und wir sind so wahnsinnig weit gekommen. Genau dieses, also hier haben wir angefangen in dieser Stadt und bis hier sind wir gekommen. Ich werde jetzt nochmal ein wildes Pokémon fangen. Komm, irgendeins wird jetzt noch da sein. Oh, okay, schade. Ich dachte vielleicht noch ein neues, woran ich mich verlieben werde. Aber wollte immer noch nachschauen, ob mein Phinx jetzt eher speziell oder eher physisch ausgelegt ist. Aber mit dem Doppeltyp
was der Phönix am Ende wird mit Feuerpsycho, denke ich fast, dass es speziell wird. Aber okay. So, okay. Dann gehen wir noch ein Stückchen nach oben. Sowas um den Dreh. Komm, ein Trainerkampf. Das ist doch hier bestimmt eine Trainerin. Ja, hallo. Wäre es nicht toll, wenn man gleichzeitig Skaten und Pokémon-Kämpfe auftragen könnte? Sind wir hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds oder was? Nein. Gekämpft wird, wenn gestanden wird. So. Los, Sphinx. Noch ist es normal. Also kann ich... Ich probiere jetzt mal Nitro-Ladung aus, wie viel Schaden das macht. Wow, wie geil es aussieht. Wow. Hammer. Okay, schön. So, Angriff und Sphinx sinkt. Dann werde ich jetzt Blut einsetzen. Wieso bist du schneller als ich? War das irgendeine Attacke, die ich jetzt gerade nicht... Ich habe sie nicht gelesen. Ich habe sie zu schnell weggedrückt. Vielleicht war es eine First Priority Attack oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe sie nicht gesehen. So. Pupancho erreicht Level 11. Jawohl. Dieses Rati... da... Genau, ich will bei diesem Pokémon immer Dratini sagen. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist. Dieses Dratini ist neben mir gelandet, als ich mal kurz Pause gemacht habe. Danach habe ich es gleich in einen Pokéball gesteckt. So, ja, Leute, aber was mir übrigens auffällt, das hier, falls wer mein Demo-Video gesehen hat zu Pokémon, genau das hier ist der Ort, wo man das Demo startet sozusagen. Perlbrunn, wo Harmonie und Akzeptanz entspringt. Leute, aber das war's erstmal mit Let's Play Pokémon X für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Da ist noch eine Skaterin. Wartet, Leute. Nein, noch nicht für heute. Das war noch nichts für heute. Hier, komm. Du kämpfst auch noch mit mir. Stop and go. Von wegen, mit meinen Rollerskates fahre ich nonstop Siege ein. Ich bin ein arroganter Rollerblader. Yeah. Quinn! Quinn habe ich jetzt als männlichen Namen auch noch nicht so oft gehört. Quinn habe ich generell als Namen noch nicht so oft gehört. Aber egal. Diese Nitro-Ladung, einfach nur, weil es episch ausschaut. Und Initiative steigt Sandwirbel. Ich hasse Sandwirbel. Sandwirbel ist die blödste Attacke, die man erfinden konnte. So, Nitro-Ladung. Mach dieses Haupsi platt. Das hast du toll gemacht, mein Pfingsti. So, Taubsi erreicht Level 12. Flabibe erreicht Level 9. Oder Flabibi? Dein Team ist einsame Spitze. Oh, ich würde dich gerne mal beim Skaten zuschauen. Schau mal her, warte. Guckst du? Skaten. So, Wunsch erfüllt. Leute, aber jetzt würde ich sagen, dann war's das mit Let's Play Pokémon X für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr mich und meine Videos unterstützen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben und verteilt dieses Video so gut ihr könnt, damit es möglichst viele sehen können. Falls ihr jedoch das erste Mal hier seid und euch denkt, komm, so schlecht sind die Videos nicht und es macht relativ viel Spaß, oder es macht einigermaßen viel Spaß, dann hinterlasst doch ein Abo und folgt mir weiterhin, denn mit dem Abo kann man jederzeit meine Videos sehen, ne? Das ist schon klar. Gut, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!